Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 in USA mit dem Virus. Jawohl, in den Vereinigten Staaten jetzt. Oh, die Strecke ist bestimmt nicht klein, oder? Bro, es geht. So ein Mittelding, würde ich sagen. Ja, so, verstehe. Die sind also nicht so. Guck dir mal die Kurve an, ey. Oha. Ja, die Kurven sind komisch zu fahren, muss ich zugeben. Aber wir werden es ja jetzt Guck sehen. dir mal diesen hohen Tower da an, ey. Sieht das aus? Das Rote sieht aus wie eine Rutsche, ey. Ja, voll der Aussichtsturm. Die haben da hinten nur vergessen, das Planschbecken zu machen, wenn die da abgehen, dann ist Feierabend. Aua. Ja, bin mal gespannt, was gleich uns die Wetterfee sagt. Ja, ich hoffe Sonne, Sonne, Sonne. Die Wetterfee Daniele. Okay, geht's auch mal los Ah. hier? Warten auf Spieler. So, wollen wir mal gucken. Ja, Training sieht schon mal gut aus. Training haben wir Sonne. Ja. Qualifying ist bewölkt und Rennen ist Sonne und zum Schluss hin ein bisschen Regen. Oh. Ja, aber so lange fahren wir sowieso nicht. Also erst ab Minute 45 soll es regnen dann. Okay, es geht links raus. Oh, direkt den Dann wollen wir Berg doch mal hoch. gucken. What the? Erstmal wieder anpassen So, hier. hier ist die Ampel und jetzt auf Dreieck. Also Y. Okay, jetzt muss ich schon bremsen. What? Okay. So, nehmen wir das mit. Okay, ja. Oh! Ui, hat. Okay, die Strecke bin ich noch gar nicht gefahren. Ist sehr tricky gerade. So, du gehst runter Ja, und da musst du aufpassen. kannst gleich wieder sofort auf Gas latschen. Ja, muss man aufpassen. Also ich muss ja sagen, die Strecke ist sehr, sehr interessant. Alleine dieses Hoch und Runter, das ist, glaube ich, keine Strecke so schlimm wie diese jetzt hier. Bis auf die letzte, die wir gefahren sind, die hat das ja so ähnlich da. Ah, wie viel Platz man hier hat. Herrlich. Oh, damit kannst du aber auch ganz schnell herrlich irgendwo abziehen, ey. Und dann Jo. ist die Karre futsche Katze. Oh ja, komm schon. Alter Verwalter. Na gut, dass es erstmal Einführungsrunde ist hier. Mach doch. Ich drück schon extra auf Y, aber da kommt da nichts. Ui, bremsen. Hier ist ja die scharfe Linkskurve. Ja, bis die Kurve drin, bis die Strecke drin hast. Eieiei, mit dem Hoch und Runter. Ja, man muss hier ziemlich aufpassen, dass man sich nicht dreht und so. Ah, diese schnellen S-Kurven hier, die sind gar nicht mal so einfach. Und schon hat er sich gedreht hier. Ja, geht hier schnell. Och, ist das dein Oh, da hat sie Ernst? ihn gelegen. Mein Gott, nochmal. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Spoilerrot. Yeah. Geht das wieder los, ey?
Er lief das eigentlich, dachte ich, lief gut, aber nö. Karre sagt, nö, heute du nicht mit mir, nein, gar nicht. Ja, fahren wir da auch nochmal dagegen. Gut, dass der Reifen noch dran geblieben ist. Die Bremsen halten auch nicht das, was sie versprechen. Ja, oh, da hat es mich auch einmal gedreht. Ich bin gleich wieder da, bei mir klingelt es gerade. Ist doch eine Scheiße, ey. Das ist natürlich schlecht. Oh. Ja, ich bin eh in der Boxengasse, kann eh nicht viel falsch machen. Die Runde können wir uns von der Backe putzen hier. Boxenstopp. Hier bei der Box kann man wenigstens nicht meckern mit Ein- und Ausfahrt. Da oben fährt die Kamera auf die Schienen. Ja, schiebt mal ein bisschen schneller, Jungs. Jetzt langsam hier ein Endspurt für die erste Saison, Gott sei Dank. So, jetzt soll ich mich ganz schnell beeilen. Ich habe meine Klingel jetzt ausgestellt, damit da keiner nerven kann. Ist ja schlimm. Oh, der Hülkenbeck mit 1,46, ey. Oh. Und der Eriksen mit 1,47. Na, guck. Jo. Gar nicht mal schlecht. Okay, Strecke ist noch halbwegs frei. Also auf die Strecke laufen. Sobald du bereit bist. Reifen wechseln, so. Und dann wieder raus. Warum fährt gerade einer hoch? Passiert, würde ich sagen. Ich habe auch jetzt den Wehrlein vor mir. Naja, ist ja eh erstmal. Einführungsrunde. Oh. Oh, Alter. Aber Wehrlein, deswegen muss man trotzdem nicht auf der Straße parken. Ach, Wehrlein, du bist ein Blöder. Ich hoffe, die haben jetzt nichts kaputt gemacht da hinten. Oh, was eine ausgedehnte Kurve, ey. Das verleitet zum Abkürzen, diese komischen, weil die so weit gezogen ist, ey. Naja. Aber da kriegst du sofort dann auf den Sack. Ja. Oh nein, jetzt kommen ja auch noch welche raus, ey. Es kann ja. Gut, dass ich noch ein bisschen Platz vor mir hab. Ich hab den Bottas jetzt vor mir. Na gut, der ist ja eigentlich immer ziemlich flott. Bottas-Knoppers. Ja, Hamilton haut auch erstmal was raus. Naja, hat er ja in der letzten Runde schon. Ich dachte, hinter mir wäre einer, aber da war das dann doch nicht so. Eine 1,8, wow.
Für die erste Zwischenzeit ist das echt gut. Oder ist das schon der zweite Sektor? Könnte der zweite sein. Uiuiui. Ah! Du bist so eine Scheißkarre, Mann! Jedes Mal das gleiche Theater. Was? Jetzt will er nicht mehr. Okay, jetzt kann ich nicht mehr fahren. Ich stehe auf dem Gras. Okay. Ich kann nichts mehr machen, ey. Ich konnte gerade nicht mal nach links lenken, nur nach rechts. Gas geben ist auch nicht mehr. Dann hast du ja irgendwas kaputt gemacht. Okay, ja. Dann. Ah ja, vielleicht bin ich mit dem Arsch hinten an die Bande geknallt, aber ich hab's gar nicht mitgekriegt, lol. Ja, ich hab's nicht gesehen, tut mir leid, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Boxen, ne? Stopp. Ja. Okay, guck mal Lewis Hamilton zu oder was? Ja. Kannst du machen, ich fahr jetzt eben die Runde noch zu Ende und in der Box, damit wir da. Ja, du bist ja hinter den Hamilton, ich hab dich ja da hinten fahren sehen. So nach dem Motto. Ja, Hamilton fährt in der Box. Okay. Hallo Stroll. Okay, ich habe vorhin nicht die, meine Klingel gehört, sondern so ein Ding-Dong, Ding-Dong, Ding-Dong hier, wenn du in der Boxengasse fährst, so ein Klingel. Und ich dachte, okay. Wenn die Klingel. Ja, wir haben ja neue Klingeln gekriegt und so weiter hier. Und ja, da klingt die so ähnlich wie dieses Geräusch. Das ist echt tricky. Was nicht, es gibt. Sogar mit Freisprechfunktion von der Haustür aus. Wow! So, das brauchen ja. Wir. Ist eigentlich schon Standard, dass man sowas hat. Ja, ich hab gesagt, wo ist denn die Kamera? Man kann hier gar keinen sehen. Ich sag, da ist nicht. Ich sag, wow. Ja, braucht man auch nicht. Naja. Ich sag, man weiß ja trotzdem nicht jemanden, wenn man die Tür aufmacht. Da kann ja auch den Namen nur so fortdeutschend sagen. Ich bin der und der. Ja, wer sollte denn groß bei dir klingeln, der das so machen? Ne? Oh, da hat er mal den Arsch rum. Hey. Camillo drinne. Klar, ein bisschen zu früh den Dings angemacht, aber egal. Für die Zeit reicht's. Wie souverän der Valtteri hierher fährt. So, gib mir die Tafel. Hey, wieso Controller ist da auch nichts? Controller, Verbindung unterbrochen, leck mir am Arsch. So, geht doch. So, gucken wir mal eben schnell rein hier. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's von uns. Und wir sehen uns dann im Qualifying wieder. Macht's gut, haut's da rein. Alles klar, ciao mit V.